Es geht voran. Zwar nicht ultra schnell, aber. Jetzt muss ich einfach nur um die Ecke rennen und dann durch die Tür. Kurz warten, bis sich der Raum anders generiert. Ja, ich weiß, dass Pflanzenzombies durch den Flammenwerfer schneller down gehen, aber der nimmt so viel Platz weg. Dann habe ich nur noch 2 Slots frei. Das ist doch kacke, ist das doch. Das war richtig kacke. Das will ich halt nicht. Schnell rennen, 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 rennen! Ah! Na klasse, ey. Oh, ist das ein Kack. Direkt benutzen, Alter. Das ist doch AIDS-Knast. Bei den Pflanzenzombies hier komme ich relativ zügig vorbei. Das ist nicht mein Hauptproblem. Da renne ich einfach durch. Und zwar ganz straight. Die brauchen eh eine Weile zum Aufstehen. Deswegen. Außerdem werden die jetzt eh besprüht mit Scheiße. Ich hoffe, daran verrecken sie. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann habe ich ein Problemchen. Lösung wird zerstört. So, der Typ ist jetzt fertig. Sehr, sehr schön. Das hat funktioniert. Da muss ich nur an das ID-Armband kommen. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Ja, die sind tot. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Dementsprechend habe ich Glück gehabt. Die Pflanzen so ein bisschen ist eh im Arsch. Gibt es sonst noch irgendwas Schönes? Nee, okay. Und den Chip werde ich direkt damit kombinieren. Führungspersonal, ich bin jetzt der Führer. Scheiße! Hier schon wieder. Was? Ist das euer Ernst, Resident Evil? Ist das euer Scheiß Ernst, Alter? Fuck. Die Obdachlosen hier. Ich verzieh mich schnell. Der Penner ist hinter mir her. Schnell rennen, schnell rennen, schnell rennen. Muss ich lang? Da lang muss ich. Okay, perfekt. Das passt ja. Einfach rennen, rennen, rennen. Hier kommt ihr nämlich nicht so schnell rüber. Das finde ich fein, das finde ich fein. Lalalala. So, hier komme ich mit Führungspersonal hin. Im Westflügel, rein theoretisch. Könnte ich aber auch erstmal versuchen, den Aufzug zu nutzen. Rein theoretisch. Nein, da brauche ich ein höheres für. Okay. Also doch den. Dann mache ich ihn halt auf. So, du darfst jetzt. Schick, schick, schick. Das ist die G-Probe hier. Also die G-Probe sitzt vorm Rechner, Digga. Und nimm diese Scheiße auf. Der einzig wahre G bin ich. Aber ich geh erstmal zurück, weil... Da war ja auch noch was. Und zwar gab's doch hier den einen Dings... das war... Hier hinten, beim Schlafraum. Ich weiß zwar nicht, wofür die Oberstrom-Scheiße jetzt da ist, genau. Aber ich werd's einfach ausprobieren. So, einmal bitte nochmal Kräutergemisch. Ich kenne jetzt zwar nur grüne Kräuter mittlerweile, ich habe keine roten mehr im Augenblick, aber ich nehme trotzdem erstmal blau mit. Ist mir gerade relativ wumpe. Da hängt was. ID-Armbänder. Angestellte müssen ein ID-Armband tragen. Besucher, Mitarbeiter, Führungspersonal. Geschichte für einen elektronischen Chip im Innenbereich des Armbandzugangsrichtung können geändert werden, indem es einfach ein anderer Chip eingelegt wird. Besucheranwender können an Familienmitglieder von Angestellten verteilt werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Empfang. Okay, das interessiert mich jetzt gerade herzlich wenig. Denn ich möchte erstmal zurück in die Schlafabteilung und da das komische Dings einsetzen. Schaut, was es mir bringt, außer jetzt einfach nur den Strom anzumachen.
So, ich hab gern Waffe ausrüsten, dankeschön. Ey, was die aushalten, Mann. So. Perfekt. Ich meine, ich will die Knarre wenigstens gute Muni. So, das wäre Muff. Jetzt haben wir Muff, genau. Muff hatte ich nämlich vorhin ausgewählt. Hatte ich aber noch im Kopf. So, einmal so, so, so. Nein. Perfekt. Und, nein, hallo, Spiel, Spiel, dankeschön. Einsetzen. Eine neue Tasche, eine neue Tasche. Wayne liest Notiz, mein Gott, Blut überall, was zur Hölle geht dir vor? Sie sind tot, alle tot, was waren diese Männer? Schwarz, USS, ich bin ein Hauptquartier, aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht, uns zu beschützen, weiße Hirne in einer roten See? Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie wie ich kann nicht an einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert, die verarschen mich, dann verarsche ich die. Ich gebe dir den Nobelpreis, ich bin ein Held, ein Genie, ein Gott. Ich werde nicht sterben, ich werde... Dann werd mal. Ja, mir wurscht, was du jetzt machst. Ich hab Bock, einfach abzuhauen. Ist das irgendein Spezialraum hier aufgegangen? Extra dazu? B2? Ne, es war ja einmal oben durch die Dings. Also es kam nichts Neues hinzu. Es war im Endeffekt nur für die Tasche. Die aber sehr cool ist. In so einer Tasche... Ist schon was. Womit ich definitiv was anfangen kann. Hihi. Jetzt kann ich mir auch ein bisschen Kram mit einpacken wieder. Hab nämlich 2 Slots mehr. Das heißt, ich werde sicherheitshalber. Ich bleib trotzdem bei einem. Aber ein Kampfmesser werde ich mir noch reinschmeißen. Und vielleicht sogar den Flammenwerfer. Das bin ich jetzt nicht sicher. Aber ich könnte es versuchen, weil wenn nachher wirklich noch so ein ganzes Meer an grünen Arschgeigen kommt. Oder noch was Schlimmeres, packe ich den lieber ein. Grünes Kraut Schießpulver habe ich auch noch eine Menge. Das heißt, ich kann mir später sogar noch Munition machen. Ja, aber im Augenblick. Bin ich erstmal ausgestattet. Gut. Dann mal auf gen Westflügel. Ich brauche das immer noch, das Ding. Okay. Wenn ich jetzt wegwerfe, habe ich natürlich ein Problem. Wegwerfen und speichern, das wäre es jetzt natürlich. So. Solange der Klotz mich hier nicht wieder verfolgt, weil das wäre jetzt mein Todfeind, ey. Mein absoluter Tonfeind. Es ist dunkel, es stinkt. Du bist eklig. Eine digitale Labor-Videokassette. Mhm. Und eine Grenade. Ist ja gerade ein Nordenstark, nicht? Und es lädt. Oder es speichert. Da ist ein Kasten. Ach, ist das ein Safe Room? Mal wieder? Sieht mal aus wie ein Safe Room. Wo ist denn das? Okay, hier ist kein Dings. Egal. Einmal das Ding angucken. Es ist Oz. Untersuchen. Oz. Perfekt. Einsetzen. Jürgen, wir kommen voran. Schön. Ich brauch's nicht mehr. Weg damit. Dann kann die Granate nach oben. Hier nimmt sie nur so viel Platz weg. So. Dup-di-dup-di-dup. Dup-di-dup. Oh, guck mal. Lauter Sachen. Ich kann mir gleich die Videokassette reinpfeifen. Na, schön ist das aber auch. Erstmal schön DVD-Amp machen. Mit einer digitalen Videokassette. Digital. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk! Alles! Ich gebe Ihnen gar nichts! Das ist besoffen, Alter. Unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen.
Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Namen Hawk. Also waren das G-Proben. Was suchen wir denn hier die ganze Zeit? Hä? Warum fragt er sich? Also waren das G-Proben? Nein, ihr bekommt die Probe niemals. Was soll denn das sonst gewesen sein? Nasenspray? William Birkins Posteingang. Betreffend Forschung an G wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschung an G einzustellen, die im Nest oder Hive Labor stattfanden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seines Posten enthoben. Vielen Dank für die E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten unserer Unternehmen. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das bestfinanzierte des Landes. Ich hörte, SG beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie nie an das Labor in der Brille meldeten, aber darüber kann ich hinwegsehen. Also schicken Sie doch die Daten rüber. Wären Sie so nett. Und keine Sorge, Sie haben mit G gute Arbeit geleistet. Aber ab jetzt übernehmen wir. Sie werden den Vertragsverletzungen gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass sie die Eigentümerschaft für das G-Projekt beanspruchen und unautorisierten Kontakt mit dem US-Militär hatten. Bitte beantworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf die Vorladung des Komitees. Ja, dann war das wohl ein bisschen zu spät, die Vorladung zu antworten. Hat ihm nicht mehr viel gebracht. Wir nehmen einmal das Kraut hier mit, das rote. Ich hätte zwar gerne ein grünes, weil rote habe ich noch ein paar übrig. War besser als nichts, wa? Was liegt hier? Ach, passte. Ist da was? Ich gehe mal schnell zurück und schmeiß das alles erstmal hin. Muss ich jetzt nicht irgendwie rumschleppen, den Scheiß. Also, einmal abladen bitte. Die Paste verstauen wir, das die Dumpe verstauen wir und dann geht das weiter. Habe ich denn noch? Ja, habe ich noch. Okay, perfekt. Heilkreuz. Heilkreuz vor allem. Heilpulver bei. Bioreaktorraum. Hm. Klingt nach einem spaßigen Raum auf jeden Fall. Einmal Dekontamination. Sehr gut. Was ist hier? Nicht? 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 Es geht einfach nur geradeaus weiter. Okay. Hier findet am Ende bestimmt irgendwie ein Feig mit dem Klotz statt oder sowas. 100 Pro. Sieht aus wie so eine kleine Kampfarena. Oh mein Gott. Guckt euch das an, ey. Wie abgefuckt sind die hier bitte? Da ist bestimmt wieder so ein... Ah, hier ist ein PC-Raum, aber ich will mir erstmal den Scheiß hier angucken. Das war einfach. War es sicherlich nicht. Okay, jetzt zurück zu Ada. Forschungstagebuch. Oh, mein Licht ist aus. Ich gehe nach raus. Rabimirabamirabum. So, nach den des G-Embryos nahmen wir eine 50 cm lange Einschnitt in der Brust bis zum Abdomen und begannen die Beobachtungen. Das medizinische Team half, das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 wach und 10 Punkten auf der GCS zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich aber und von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Menschenmaterial. Unnützes Menschenmaterial. Ist über den Nazis damals. Braucht man nicht. Okay, das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zur G-Formel wurde von einer Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass alle außer einem Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach sich während der Experimente zusammen und nahm sich das Leben. Wir verabreichten das G-Virus Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. T-Virus gab es ja auch, war ja im ersten Resident Evil der Virus, oder? Das sieht man eine evolutionierte Form. Na egal. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Alles klar. Alles klar, ich bin jetzt also eingesperrt. Das ist ja wunderschön. Ich speichere mal hier. Autorisierte Entfernung eines
Level-4-Virus erkannt. Abriegelung der Anlage eingeleitet. Ja. Zerstörungssequenz startet nach Abschluss der Abriegelung. Dann rennen wir mal am besten so schnell wie möglich zurück, oder? Hier kommt doch 100 Pro noch was. Dass der immer noch lebt, ey. Wie knubbelt der mittlerweile ist, Mann. Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Er ist also der eine Proband mit dem Bekannten. Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. Oh Gott, William, was hast du getan? Dann ist das Ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie, dass... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch nicht schon. Alter Schwede! Was zur Hölle? Ach, Scheiße! Na klasse, jetzt darf ich hier einen Bossfight machen gegen den Arsch, ey, oder was? Okay, das endet hier. Ich hätte vielleicht ein paar mehr Heilzeugs einpacken sollen. Ein paar mehr Heil... Ich will hier raus, hallo! Ich komme aus der Ecke nicht weg. Jetzt mal gucken, ob es hier irgendwas... Da ist eine Blendgranate in der Ecke, okay. Ich bin einfach zu kacke. Okay. Härtere Geschütze. Kannst du haben. Freundchen. Was macht der da? Der schmeißt die Fässer um sich. Der kann das richtig. Okay, jetzt kann ich irgendwie darauf ballern. Nachladen, schneller! Scheiße, scheiße, scheiße! Ich bin schon wieder in Gefahr! Was? Okay. Zwei! Bin ich zwei! Okay, das war's für mich. Ich hab noch ein Messer. Okay. Ist kein Auge mehr dran. Oh ja, gönn dir mal, Brudi, gönn dir mal.
ja alles kaputt, Junge! Das ist aber die eine Richtung heile! Scheiße. Oh, das war's für mich. Na gut. Fange ich jetzt wieder einen Bossfight an? Ich nehme ein bisschen mehr Heilkram mit. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, oder? Ein bisschen mehr Heilzeugs wäre gar nicht verkehrt. Okay, nehme ich einmal nochmal hier das mit. Und nochmal das mit. Und vielleicht noch eine Handgranate. Bossfights sind immer sehr intensiv. Und Munition habe ich eigentlich genug. Habe ich noch genug Muni? Ja, perfekt. Okay, genau. Da muss ich das jetzt irgendwie so hinkriegen. Versuchen wir es einfach mal. Klasse A Ausbruch. Das Ziel eliminiert wurde. Ach, shit, ich wollte rechts ausweichen, aber da ging's nicht. Oh. Ich versuche auf den Rücken zu kommen. Komm schon. Mein Freundchen, dreh dich! Dreh dich einmal für mich. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Weil der Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebe. Ah! Kacke ist doch immer fein. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Schmeckt dir das, Alter? Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ah, das war dumm von mir. Das war mega dumm. Okay, einmal heilen, einmal heilen, einmal heilen. Schnell, bevor es kommt. Okay, benutzen. Ach, wie konnte denn jetzt? Ich wollte doch nur schnell nachladen, Mann. Einmal das Äuglein erwischt. Er kommt so nah ran. Das ist voll gemein. Ich bin schon... Okay. Kann man so machen. Habe ich die zwei Heil? Ne, natürlich nicht. Okay, ich werde also nochmal neu speichern. Das heißt, ich werde erstes Gelumpe mitnehmen. Gemischte Kräuter. Zack. Und eine Handgranate. Zack. Und vielleicht doch noch ein bisschen Munition für die Schusswaffe machen. Ich nehme ein bisschen Schießpulver mit. Und nochmal Schießpulver. Und kombiniere das ganze Zeug zusammen. Dann habe ich ein bisschen mehr, wenigstens 15 Schuss fürs Erste. Das kann ja vielleicht am Ende auch das Goldzünglein auf der Waage sein. Oh, ist das ein schöner Bossfight oder was? So. Jetzt schaffen wir es aber. Hoffentlich. Klasse A aus. Das war dumm. Oder auch nicht. Verschießt mich aber auch permanent. Ah, scheiße. Nein.
Na komm. Oh, was hat der denn jetzt vor? Jürgen, du willst jetzt nicht das Ding rausreißen, oder? Wirf doch, wirf doch, wirf doch! Du triffst mich trotzdem! Scheiße! Ich krieg's nicht hin, an ihm vorbeizukommen! Ich krieg's einfach nicht hin, an ihm vorbeizurennen! Denn? Was habe ich jetzt getan? Oh mein Gott. Aus Versehen in Steam reingechanged. Fuck, Alter, ich stehe mich gerade schlecht an als vorhin. Ich bin mich gerade zu safe. Ich bin aber auch irgendwie. Ich hab doch noch eine Granate. Ausrüsten. Okay, da muss ich mich jetzt irgendwie verstecken vor dem Riesending. Ja, nice, Alter. Liegt auch noch richtig viel geiler Scheiß rum. Oh, hier liegt richtig viel geiler Scheiß rum. Einmal Benzingelumpe. Das heißt, wenn ich auf die 1 gehe, erstmal nachladen. Das kann ich nicht nachladen. Aber die 2 kann ich nachladen. Dann kann ich das erstmal nehmen. Oh, richtig viel geiler Schüssel, Alter. Mega gut. So, wo liegt noch was? Da oben liegt noch Heilzeug und Munition. Das ist sehr gut. Brauche ich das gerade? Nee, ich bin auch oft normal gefährdet. Oh, ich bin sogar voll mit der Muni. Ho! Hab ich auch noch nicht erlebt, ey. Dass mein erster Slot komplett voll ist. Und ganz hinten liegt auch noch Muni und eine Granate. Perfekt. Oh, Kinders, ey. Dritter oder vierter Anlauf? Einmal Munition. Noch mehr Munition. Alter Schwede, ich werd gerade richtig überhäuft mit normaler Pistolenmunition. Was mir gerade auch sehr gut gefällt. Und dann kombinieren wir das nochmal. Perfekt. Alter Schwede. So. Na komm. Starten wir das Abenteuer. Scheiße. Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, ich weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die Jeep-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Hat sie uns belogen? Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt,
Das ist natürlich vorherzusehen gewesen. Aber wusste man ja auch nicht. So. Ich schmeiß mir erstmal ein paar Sachen rein. Und zwar das kann erstmal verstaut werden. Das kann auch erstmal verstaut werden. Ich werde mir aber neue Munition für die anderen Sachen herstellen müssen. Und zwar einmal Schießpulver groß. Jetzt, wie war das nochmal mit den zwei gelbe? Oder Mac-Munition, Balkon-Munition von. Ah, okay, perfekt. Da mache ich jetzt mal ein bisschen Mac-Muni. Und ein bisschen Schrotflinten-Muni. So. Einmal Mac-Munition. Nochmal Mac-Munition. Und einmal Schrotflinten-Munition. So, dann kann ich nämlich mal von alle mal nachladen. Beziehungsweise hab ein bisschen was übrig. So. Perfekt. Kann ich auch speichern? Was ist denn das für ein Gerät, was brauche ich da? Ach, das ist der Videorekorder nur. Alles klar. Ja gut. Ich glaube, das Spiel geht langsam vermutlich dem Ende entgegen. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte, sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die Jeep-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will, ich tue es nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Glaubst du, kannst es? Uff. Auf dich auf, Leon. Nein! Alles klar, alles klar, alles klar. Okay,
jetzt noch 10 Minuten. Alter, ich hasse ja sowas auf Zeit, ne? Ich hab doch einen Bossfight oder sowas, ey, 100 pro. Aber auf, Leute, ey. Die arme Ada. Auch wenn sie es angelogen hat, irgendwie mochte ich sie so ein bisschen. Sie war zwar verlogen, aber in einer gewissen Art und Weise doch sehr sympathisch. Die Rocks. Eieiei, Kinders, ey. Mach doch mal hin, ich hab nur 10 Minuten. So, hier liegt am Rand bestimmt doch irgendwas rum. Genau, einmal Heilspray. Und dann Filmsequenz. Alles klar. Wer ist da? Ist es Claire? Claire! Oh mein Gott, Claire! Leon? Die gibt's ja auch noch! Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell! Ja. Gib einen Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire! Bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich. Verschwinde von hier. Ich weiß, Perl am Nacken. So, das ist voll gut gemacht, Mann. Oh, Scheiße. 9 Minuten bis zur Detonation. Ein Messer? Ach, einfach mal mitnehmen. Kann nie schaden. Und jetzt heißt es nur noch rennen, rennen, rennen. Oh, man kann speichern. Ich speichere mal hier unten irgendwo. Ich nehme erstmal nicht mit. Ich weiß ja nie, ob ich dann später noch was brauche oder erstmal versuche ich so durchzukommen. Wo bin ich denn jetzt gelandet, ey? Pumpenraum? Was zur Hölle? Einmal hier unten einfach geradeaus durch. An den Arschgärgen vorbei, an den Arschgärgen vorbei und schnell rennen und rein! Ich brauch dich nicht, Fräulein! Da ist der Exit. Ah, grünes Kraut, sehr gut. Da lang. Perfekt. Okay. Ich hasse Timer, die machen mich immer nervös. Sollen sie ja auch. Darum geht's ja auch. Nervös zu werden und Fehler zu machen. Aber bei mir funktioniert das. Nein, nicht doch. Soll das ein verdammter Witz sein? Pistolenmuni. Okay, einmal ablenken und schön geradeaus weiter. Oh, Kollege, ey. Hallo, was machst du mit der Tür? Ja, du bist mir egal. Die Steuerung ist gerade herzallerliebst. Ich weiß nicht, was gerade mit der Steuerung los ist. Ach, warum muss ich denn jetzt der Klotz neu verfolgen, ey? Na, klasse. Sag mir nicht, dass ich jetzt gegen ihn kämpfen muss, Mann. Ich weiß doch nicht wie. Ich hab doch keinen Plan. Aber ich wusste, dass ein scheiß Bossfight am Ende noch kommt. Steh nicht so auf Bossfight. Ich muss weiter. Okay, war lang, geradeaus, rechts, okay. Hier ist auch noch Gelumpe. Munition. Da liegt. Oh, Kraut? Das kombiniere ich mal direkt. Ich habe jetzt was zum Heilen dabei. Und was ist das jetzt hier? Ein Verbindungsstecker. Ja, klasse. Ich habe nicht genug. Okay, dann schmeiße ich mal ein Messer weg. Ah, ich habe eine andere Idee. Ich heile mich einmal. Benutzen. Und nehme dann den Verbindungsstecker. Kommt wahrscheinlich einfach hier rein direkt. Ja, perfekt, benutzt. Einmal ein Hebelchen ziehen und dann los geht's. Gut, das Rätsel war jetzt nicht nötig, aus meiner Sicht. Was zur Hölle?
Fahren wir jetzt schon? Noch gibt's hier Overlord. Alter, was ist mit ihm? Was ist er denn? Oh nee, ey. Battle Arena ist Todes, Mann. Munition. Ich muss irgendwie gucken, dass ich ihn erstmal ablenke. Und er trifft mich natürlich, egal wie rum ich laufe. Warum erwischt er mich denn auch, egal wie... was mache ich falsch? Setz ihn so rum. Das ist totaler Quatsch hier, was ich mache. Den brennenden Arm abschießen. Genau, immer auf den brennenden Arm schießen. Er erwischt mich, was ich mache, ey. Ich kann rumrennen, wie ich möchte. What the fuck? Ausrüsten. Ich komm doch nicht ran! Wie schnell soll ich denn rennen, Mann? Er hat überlebt. Das war natürlich krass. Voll ungünstig aufgenommen, Mann. Okay, das müsste definitiv gereicht haben, Mann. Ja, lol. Keine Munition mehr. Muss ich da hin? Ja, muss ich. Scheiße. Halt die Fresse. Oh, eine Bahn. Aber ich vermisse sie. Ja, Ada war schon eine coole Socke.
Ach, guck mal, schau. Leon? Hey. Wer ist denn das Kind? Geschafft. Hab ich dir doch gesagt. Wer war denn jetzt das Kind? Was ist das für ein abruptes Ende? Egal, wir werden also nochmal die Seite von Claire spielen dürfen. Um die volle Story zu erleben. Noch dreimal spielen, um alles gesehen zu haben, genau. Yamisu, das war nicht komplett. Wir müssen jetzt die Claire-Seite nochmal spielen, komplett. Und mit der Claire-Seite spielen wir dann Sachen wieder für Leon frei. Und mit dem neuen spielen wir wieder was für Claire frei. Das heißt, man muss das Spiel insgesamt, um alles erlebt zu haben, viermal spielen. Das werden wir auch tun. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Stream die Claire-Seite mal spielen, auf Englisch. Also englische Synchro mit deutschen Untertiteln. Damit wir beide Seiten mal beleuchtet haben, ob die englische wirklich besser ist, weil viele sich mal über die deutsche Synchro aufregen. Ich muss gestehen, ich fand die so scheiße jetzt gar nicht. Die deutsche Synchro ging eigentlich voll fit. Also ich fand es, wie gesagt, nicht schlecht. Es waren sehr viele spannende Momente dabei. Nach hinten hin gab es fast schon zu viel Munition, wogegen am Anfang zu wenig Munition vorhanden war. Ich habe aber auch viele Zombies ausgelassen und habe deswegen sehr viel Heilkraut noch übrig gehabt und so weiter und so fort. Aber es ist bei Resident Evil mir schon mal aufgefallen, dass nach hinten hin wird man mit Munition zugeballert. Und am Anfang, gerade in der Mitte, hat man verdammt wenig. Muss man immer ein bisschen sparsamer mit umgehen. Ich werde am Anfang auch beim nächsten Run ein bisschen was anders machen. Ich werde beim Claire-Run definitiv dann auch ein bisschen munitionssparsamer vorgehen wahrscheinlich. Aber das wird sich dann zeigen in den nächsten Folgen. Die spannendsten Stellen waren auf jeden Fall für mich der Klotz in der ersten Hälfte des Spiels. Und in der zweiten Hälfte, weiß ich gar nicht, es ist gar nicht mehr so dramatisch geworden. Also ab dem Untergrund war es nur ein bisschen unübersichtlich aus meiner Sicht. Aber man hat sich durchwurschteln können. Jetzt weiß ich auch, wo die Sachen liegen. Deswegen, wie gesagt, ist es jetzt vielleicht ein bisschen simpler auch, vorwärts zu kommen im zweiten Run, um da die Story nochmal zu sehen. Mal schauen. Definitiv. Nettes Spielchen, schöne Sequenzen, gute Grafik auf jeden Fall auch. Kann man sich nicht beschweren. Ein tolles Remake, definitiv. Hat das Ganze auf ein schönes, hohes Level gemacht. Das erste Spiel war ja im Endeffekt auch genau so, von der Länge her und von den Orten. Deswegen ist so viel nicht anders und ja, für den Preis kann ich mich nicht beschweren. Ich habe ja ein bisschen gespart, muss also nicht die vollen 60 bezahlen. Dafür habe ich das dann, nehme ich mir den Rest auf für die DLCs, die noch kommen werden. Da kommen nämlich noch DLCs. Der erste wird gratis sein und alle weiteren muss man kaufen. Das heißt, von den 20 Euro, die ich gespart habe circa, werde ich die dann auf jeden Fall in die DLCs pumpen, damit wir die auch zusammen spielen können. Oder ihr mir zuguckt, wie ich die spiele. Hä? Oh, da kommt noch was. Insgesamt 6 Stunden 54. Das geht sogar. Zweimal speichern und ein B-Rang. Ja, könnte besser sein, aber scheiß drauf. Ich bin zufrieden gewesen. Ein paar Mal unnötig gestorben, aber ansonsten nett. Ganz nett. Kann man das Spiel hier beenden an der Stelle? Ah, erfolgreich okay. Fehlt da auch ein paar Räume. Figur William Birkin, ausgepowert. Konzept Grafik Tyrant. Alles klar. Sie haben ein neues Spiel zweiter Durchgang freigeschaltet. Wählen Sie es überhaupt in dieser Kampagne aus. Das Ende und bestimmte Abschnitte des Spiels unterscheiden sich vom ersten Durchgang. Ja, sehen wir es doch, Jan. Vielleicht hast du da dein spezielles Ende dann, was dann noch kommt. Das heißt, wenn ich hier auf Kampagne drücke, kann ich hier neues Spiel zweiter Durchgang machen. Ich weiß halt nicht, ob ich erst die normale Kampagne von Claire durchspielen sollte und dann einen zweiten Durchgang starte. Oder ob ich direkt den zweiten Durchgang so mit Claire starten sollte. Da werde ich mich nochmal reinlesen. Vielleicht wisst ihr es ja auch schon. Aber das kann man ja dann bis nächste Woche auf jeden Fall klären. Haha. Und ja. Mehr ist erstmal nicht. Verlassen wir das ganze Spiel wirklich beenden. Jo. Mir hat es auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht. Ich fand es ganz schnorke-knorke. Ich stelle mal hier wieder auf Standard um. Und dann sehen wir uns hier wieder im Kack.